Die Tage des Hochwassers 2013. Die Bereitschaft, die zu unterstützen, die es allein nicht schaffen, ist groß. Doch warum ist die Bereitschaft gerade in Situationen wie jetzt so derart gewaltig? Wenn wir uns fragen, warum Menschen anderen helfen, geht es natürlich auch darum, dass ich, wenn ich anderen helfe, etwas Gutes tue und ja, dass ich da auch etwas für mein eigenes Selbstwertgefühl tue. Ne? Also meine eigene Existenzberechtigung wird besser. Das ist sozusagen der Aspekt der Egoismus im Altruismus, wenn Sie so wollen. Aber trotzdem ist es natürlich auch eine große Ehre, helfen zu dürfen. 10. Juni. Auf einem Damm bei Schöneberg in Sachsen-Anhalt. Auch hier Sandsäcke schleppen gegen die Zeit. Helfer versuchen, die durchgesickerten Deiche zu sichern. Land unter. Die Bundeswehr im Hochwassereinsatz an der Elbe. Das Haus im Hintergrund ist bewohnt und muss abgedichtet werden. Mit Schubkarren und Menschenketten werden die Sandsäcke an ihren Bestimmungsort gebracht und verbaut. Die Unterstützung durch die Soldaten wurde über die örtliche Feuerwehr angefordert, erklärt der Hausbesitzer. Die Bundeswehr ist seit heute vor Ort und es waren gestern schon mal zwei da, die so eine Art Bestandsaufnahme gemacht haben. Und ansonsten heute Sie jetzt die Ersten, die da sind, und freue ich mich drüber. Der Scheitelpunkt des Hochwassers der Elbe ist noch lange nicht erreicht. Helfer, die sich selber am Wege stehen und dann zum Hindernis für Menschen werden, die aus den Hochwassergebieten raus wollen. Wann kommt die Koordination von Großeinsätzen einfach an ihre Grenzen? Also man muss sich immer vergegenwärtigen, dass im Katastrophenfall man immer Entscheidungen mit mangelhafter Grundinformation trifft. Also man erlebt, eine Lage eskaliert. Man hat nicht die Informationen, was passiert genau. Man weiß nicht genau, was jetzt passiert. Also eine Katastrophe hat immer so ein Chaos-Element. Und die Stäbe sind halt gefordert, in einer solchen Situation Entscheidungen zu fällen. Es muss einfach gehandelt werden. Und dann fällt man Entscheidungen unter einer unvollständigen Grundinformation. Ja, und dabei können Fehler passieren. Flutzeiten sind Regierungszeiten. Das war schon 2002 so und ist auch dieses Jahr so. Auf dem Höhepunkt der Flut geben sich in den Krisengebieten die Politiker die Klinke in die Hand. Politik in Krisenzeiten. Was kann man von Politikern und Regierenden erwarten? Wo ist die Grenze zwischen ehrlichem Mitgefühl und Selbstinszenierung? Bei solchen Katastrophen erwarten die Menschen von Politikern zweierlei. Erstens Hilfe und zweitens auch Zuwendung. Wenn eine Kanzlerin oder ein Ministerpräsident Katastrophengebiete besucht, dann versprechen sie auch Geld und können über das Geld entscheiden, nachdem sie gesehen haben, wo Hilfe benötigt wird. Das ist die eine Seite. Peinlich wird es meines Erachtens, wenn Politiker anfangen, solange die Fotografen da sind, sich gegenseitig Sandsäcke zuzureichen oder irgendwelche anderen Verrichtungen machen. Also die Vorstellung, dass irgendein hochrangiger Politiker auch nur 5 Minuten länger, als die Kameras auf ihn gerichtet sind, aktiv dort mithilft, das ist natürlich irgendwo lächerlich. Also wenn die Kanzlerin da Teller wäscht, vermute ich mal, hat sie dem Drängen der Fotografen nachgegeben, die ein Motiv wollten. Aber sie war nicht klug beraten, das zu tun. Bei der Finanzierung der Fluthilfe zeichnet sich ein Streit zwischen Regierung und Opposition ab. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Schneider forderte in der Berliner Zeitung von Bundeskanzlerin Merkel, für die Hilfen nicht einfach neue Schulden aufzunehmen. Merkel hatte hingegen höhere Steuern für die zugesagten 8 Milliarden Euro Fluthilfe ausgeschlossen. Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt vielerorts angespannt. Zahlreiche Helfer sind weiter dabei, die aufgeweichten Deiche abzudichten. Viele Ortschaften stehen noch immer unter Wasser. Während im Norden Deutschlands die Pegelstände sinken, bleibt die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt kritisch. Dort sind viele Ortschaften immer noch überschwemmt. 200 Quadratkilometer stehen unter Wasser, eine Fläche etwa so groß wie Düsseldorf. Damit das Wasser schneller abläuft, wurde bei Barbie ein Deich an der Saale gesprengt.
In Fischbek greift der Krisenstab jetzt zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Dort sollen zwei Schiffe versenkt werden, um einen Deichbruch zu schließen. Alle Hoffnung liegt nun auf zwei alten Kähnen. Die ausgedienten Schuten ohne Motor werden zum Deichbruch zwischen Fischbeck und Tangermünde gebracht. Sie sollen das Elbwasser davon abhalten, weiter ins Landesinnere zu fließen und immer mehr Orte im Landkreis Stendal zu überfluten. Wenn die Grundlage aus Panzersperren und Steinen gelegt ist, sollen die Lastkähne vor dem Deichbruch versenkt werden. Zur Beschwerung und Abdichtung aus der Luft liegen im nahegelegenen Jerichow schon 2000 Riesensandsäcke bereit. Ein nie dagewesener Versuch, der den Ernst der Lage zeigt. Wir sind ja mehrmals über dieses Gebiet geflogen und dann ist überlegt worden, wie man das am besten zumacht. Big Packs haben keinen Sinn, die werden rausgeschwemmt. Insofern kam dann irgendwann die Idee und dann brauchten wir aber einen Zeitpunkt, wo das Risiko kalkulierbar war, wo die Schließgeschwindigkeit so ist, dass man diese Boote dorthin verbringen kann. Ungewöhnliche Lage, ungewöhnliche Maßnahmen. So auch im Elbe-Saale-Winkel bei Barbie. Hier steht das Wasser seit Tagen in mehreren Orten und kann nicht abfließen. Deshalb wurde heute Morgen ein Teil des Saale-Damms bei Breitenhagen gesprengt. Nicht nur die Menschen leiden unter den Wassermassen. Auch bei den Tieren geht es bei dieser Katastrophe um Leib und Leben. Wegen des Hochwassers läuft der Stausee über. Kontrolliert zwar, aber für die Silberkarpfen wird es trotzdem zum tödlichen Verhängnis. Sie stürzen 75 Meter in die Tiefe. Die toten Tiere müssen nun entsorgt werden. Und Angler und Behörden diskutieren darüber, wer für die Kosten aufkommen soll. Lebensräume, die zur Falle werden. Ganze Herden, die man ins Trockene bringen muss. Wird auch das ein Teil der Entwicklung in den nächsten Jahren sein? Es gibt hier eine Studie des Gesamtverbands der deutschen Versicherer, die Klimawandelstudie des GDV, die vor gut einem Jahr veröffentlicht wurde, in der wurde modelliert mit Klimamodellen, wie sich diese Wiederkehrperioden verändern werden. Und diese Studie kam zu dem Befund, dass ein heute alle 50 Jahre eintretendes Hochwasser schon in den nächsten 30 Jahren zu einem 20-jährlichen wird. Das gibt so etwa eine Größenordnung an, wie sich hier die Dinge verändern. Hier in Meißen hat sich das Elbwasser am Montag zurückgezogen. Was bleibt, ist der Schlamm. Die Helfer wollen die Meißner Innenstadt schnellstmöglich vom braunen Modder befreien. Denn der wird nicht nur wahnsinnig schnell hart, er birgt auch einige Risiken. Man weiß zum Teil auch nicht, was alles mit der Elbe oder den anderen Flüssen jetzt mitgebracht wurde. Man muss davon ausgehen, dass über die Felder Gülle durchaus ins Wasser gelangt ist, dass Kleinkläranlagen eventuell weggespült wurden und hier natürlich eine sehr hohe Anzahl von Bakterien mit dem Wasser unterwegs ist. Ihr Haus aufgeben wollen sie auf keinen Fall. Auch wenn sie erstmal woanders unterkommen müssen. Mindestens ein halbes Jahr, mindestens. Vielleicht schaffen wir einen Monat eher. Weihnachten wäre der größte Wunsch. Versicherer stehen in den Startlöchern, die Schäden zu bilanzieren. Doch wird es diesmal auch wieder so viele Menschen ohne entsprechende Absicherung geben, wie beim letzten Hochwasser? Wir haben seit 2002 einen deutlichen Zuwachs in der Durchdringung oder in der Anzahl der Elementarschadenpolicen gesehen. Es ist nahezu, der Wert hat sich bundesweit nahezu verdoppelt. Allerdings ist immer noch die Mehrzahl der Bevölkerung oder der Hausbesitzer, die eine solche Police besitzen, nicht gegen Elementargefahren wie Hochwasser versichert. Das sind also, in Bayern sind ungefähr immer noch beinahe 80% nicht versichert. In den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg sind wir hier im Schnitt bei 60% aller Versicherungsnehmer, die noch keine Versicherung gegen Hochwasser haben. Die Tage des Hochwassers 2013. An vielen Orten können die Folgen der Flut noch gar nicht abgesehen werden. Tausende haben jetzt unendlich viel Arbeit. Und eines haben alle gemeinsam. Die Sorge, wie nach der Flut ein Neuanfang gelingen soll. Die EU
EU-Kommission überlegt, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Die EU-Kommission überlegt, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Die kleinen Centmünzen hier an der Supermarktkasse spielen sie eine große Rolle. Die Vollmilch für 1,09 Euro, die Roma-Tomaten für 1,32 Euro. In der Summe eigentlich immer krumm. 16,01 Euro bitte. 62,93 Euro bitte. Viel Kleines im Portemonnaie, aber wenig Wertvolles. Den meisten sind die kleinen Münzen eher lästig. Ich schütte es eh immer wieder aus in der Dose und bringe es irgendwann mal zur Bank. Man hat doch öfters mal mehr Kleingeld im Geldbeutel und das ist für mich eigentlich mehr störend. Sonst sage ich immer, Geld ist nicht so wichtig. Wenn das Wasser weg ist und man dann auf dem Trocknen sitzt, also finanziell, ist das natürlich nicht gut. Doch viele Hilfsorganisationen sind auf die Centbeträge angewiesen, so klein sie auch manchmal sein mögen. Diese Münzen machen rund ein Viertel des Betrages aus, den wir über die Spendendosenaktion einsammeln. Mit dem Sie für Flutopfer des Elbe-Hochwassers sammeln. Ja. Herzlichen Dank auch. Wer hat denn noch was über für uns? I couldn't help it. I had to see you again. Can't understand it. Just wanna feel you again. I couldn't help it. Yes, I'm falling in love. Und auch wenn es weh tut, finden wir uns bitte damit ab, meine Damen und Herren. Die nächste Runde Bankenrettung wurde bereits eingeläutet. Man kann den Standort nicht überlasten, muss ich mal so sagen. Also es wäre jetzt also, das Niveau zu halten, die nächste Generation hier reinzubringen.